So, gegen Crystal Palace geht's weiter. Natürlich wieder in der Kampfmannschaft zurück. Wo wir jetzt, glaube ich, gegen Leicester einen guten Sieg eingefahren haben. Wichtige 3 Punkte natürlich. Wir sind unter den Top 10. Muss man jetzt sagen, vor Arsenal sogar. Und das mag schon mal was heißen, ja. Der Anschluss natürlich auf die internationalen Plätze ist gewährleistet, sage ich mal. Es ist noch viel drin, es kann auch natürlich bergab wieder gehen. Nach Crystal Palace steht wieder ein wichtiges Spiel an. Und dann haben eben das Rückspiel gegen Watford. So, da ist der Punktestand. Achter Platz. Punkte gleich mit Manchester United. Ein Punkt vor uns ist Everton. Ja, transfermäßig gibt es noch keine Neuigkeiten, auch von Williams noch nicht. Dann um mir sagen, da ist er unter dem Ball deutlich gefahren, also ja, Crystal Palace Fans feiern da ihre Mannschaft, die kämpft um den Abstieg. Oh, da geht er durch. Das darf er nicht. Das darf man nicht durchlassen. Mittlerweile Exeter ja nicht mehr die abwehrschwächste Mannschaft, aber doch mit vielen Gegentreffern, natürlich auch vom Saisonanfang noch viele. Meier. Becker. Da ist eine Fünferkette, die sich da bildet bei Crystal Palace. Oh, schön, Becker.
So, und zu lange am Ball. Shooters. Jetzt ist er drin. Wickham, unnötiges Tor der ersten Halbzeit, und das tut weh, weil das war unnötig. Das ist Musaka, Lunga gegenseitig im Weg stehen. Ja gut, kann man nichts machen, Halbzeitstand bleibt also beim 1:0 durch Wickham. Und das wollte ich gerade sagen, was war das für ein Blackout der ganzen Abwehr? Oh mein Gott. Wenn er heute neben der Spur Townsend, kann er sie auf 2:0 stellen, und dann wird schon sehen. Nein, nicht! Starke Parade hier von Letz. Also das ist Taylor. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein schönes Spiel hier. Jetzt von Crystal Palace gewesen. Schön durchgesetzt. Jetzt sind die ersten Wechsel mal dran. Ossi Kramaric kommt. Okay, man geht jetzt auf den totalen Angriff. Das ist jetzt irgendwie schon angerichtet, hier ein Tor zu schießen.
Leistung bringen, mehr offensiv brauchen. Oh mein Gott, und das war schon einmal stark. Oh mein Gott, das hat auch nicht so sauber jetzt ausgesehen von ihm. Immer in die Arme von Hensel. Da verspringt kein Ball. Oh mein Gott. Penner Gap. Das war's. Niederlage gegen Crystal Palace. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.